Wir begrüßen euch recht herzlich im Austrian Pub im Wiener Gasometer. Heute erwartet euch eine absolute Premiere, wenn Thomas Friedl zum ersten Mal live vor Publikum einige seiner Songs präsentiert. Es sind schon einige Besucher vor Ort und ich bin sicher, es wird ein gelungener Abend. Ich, Dunja Schiller, sage danke, dass ihr wieder auf unserem Elbkanal dabei seid und wir würden uns über den einen oder anderen Like für unseren Channel freuen. Und jetzt viel Spaß mit unserem folgenden Zusammenschnitt des heutigen Abends. Danke! Danke, danke, wirklich. Auf die Zeit! Du bist mein allerbester Freund.
sein, was sie dir bedeutet. Wir trinken auf die Zeit, mein Anker und mein Freund, bis in die Ewigkeit. Was haben wir zwar schon alles erlebt? Ein echter Freund, der mich versteht. Es gibt nichts Schöneres auf der Welt. Es zählt die Freundschaft nicht. So sind die Leute, sie wollen, dass Faust aus Erna spricht der Neid. Sie wollen, dass Zeus Geld kann nie so wichtig sein. Mein Freund, du bist mein Fallschirm und mein Halt. Du fangst mich, wann ich fall. Wir trinken auf die geile Zeit. Wir tun nur Sachen, die uns gefallen. Du bist mein allerbester Freund. Ich weiß halt, was sie dir bedeutet. Wir trinken auf die Zeit. Mein Anker und mein Freund. Bis in die Ewigkeit. Bis in die Ewigkeit. Wir trinken auf die Zeit. Mein Anker und mein Freund, bis in die Ewigkeit, bis in die Ewigkeit. Danke, danke. Dankeschön. Seid ihr, also er, ich meine, ich sehe, ihr seid tätowiert, so wie er. Lasst ihr euch dann auch von ihm stechen oder hört ihr nur zeig die Musik von ihm? Wird das Prachtexemplar. Zeig schon. Wird das Prachtexemplar. Zeig kurz. Ja, bitte zeig. Sie ist das beste Beispiel dafür. Sie hat das meiste von ihm. Ganz den Rücken. Also bei ihr wird halt der Rücken geziert von seinem Meisterwerk. Wow. Also man sieht, Thomas Riedl hat einige Talente. Es ist nicht nur das Singen, sondern auch, ich betatsche dich da kurz, auch eine Wahnsinnskunst am Rücken, bitte. Also mehr Talent kann man einfach nicht haben. Dann danke ich euch, genießt die Show und wir sehen uns auf jeden Fall später noch einmal. Ein neuer Tag. Bitte bring mich nicht so weit. Traf auch um und lass es sein. Und wehe dir, du lachst. Dann hängt's mich aus und ich trau durch. Bring mich nicht auf 180. Dann fällt mir ein, ich bin ja nett. Umsonst auf der Welt. Ein Haus mit Garten, Frau und Kind. Aber irgendetwas fehlt. Heut ist ein neuer Tag. Ich hab's nicht wirklich kommen sehen. Und was sie mich froh? Ist das wirklich mein Leben? Heut ist ein
hart der Weg, ein neues Ziel, nix was die bremsen kann. Ich mach einfach das, was ich will und fang zum Singen an. Dankeschön. Geschäft habe, aber ich vergiss nie, wo ich herkomme. Rolli, kommst du rauf? Jetzt kriegt ihr mal live Ziehharmonika zum Herrn, gell? Bisschen traditioneller. Das grüne Herz. Es bachelt leise Rausch und der Föhn
der Nebel, der sie lichtet und die Sonne aufgeht. Und dann war sie, da bin ich daheim. Weit entfernt von dir, aber nie allein. Das grüne Herz, ja, da komm ich her. Die nicht zu sehen, ja, das fällt mir schwer. Am Kalvarienberg im leichten Sonnenschein, Stolz und erhoben, Ruine Lichtenstein. Die grünen Wiesen und die hohen Berg, die gute Luft, ja, da bin ich her. Die Menschen vom Land, ja, die haben was los. Stark die Hand und das Herz ist groß. Das grüne schön! Manchmal, glaube ich, gibt es Menschen unter euch, die das auch kennen und schon mal wen verloren haben. Und aus dem Grund kommt jetzt Wachst über mich. Sagt, dass
einmal verlieren. Man muss es einfach weiter probieren. Die Erinnerung an die lebt weiterhin in mir. Und irgendwann bin ich bei dir. Jo, du wachst über mich, bist frei, fliegst dahin. Sommertag. Na 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 na. Es ist ein richtig schöner Sommertag und die Sonne brennt auf der Haut. Unsere Freunde sind heut alle da und die Musik was heute noch passiert, der Cocktail wird schon gemacht. Wir bewegen uns im Rhythmus und wir tanzen durch die Nacht. Hey, ja, wir wollen heute richtig feiern, alle Mädels gehen richtig ab. Ja, die Tanzfläche ist am Brennen und die Stimmung, die ist da. Wir lachen und wir tanzen und wir sind gut drauf. Wir feiern unser Leben, das hört niemals auf. Aber morgen nichts mehr war's, heute hast dich gefreut. Und wir springen und wir heben ab. Egal was andere denken, heute ist unser Tag. Erinnerungen, die nie vergehen. Sie schwingen ihre Hüften und ihre Haare tanzen zu meinem Lied. Ich sehe, dass sie lachen und eine Garde haben, das ist, was sie lieb. Ein warmer Sommertag und ein kaltes Bier, so stell ich mir's vor. Der Melodie kann's nicht bekommen, sie bleibt im Ohr. Von Kokos auf deiner Haut ist ein Traum für mich. Weil's für mich nix anderes gibt auf der ganzen Welt außer dir. Wir lachen und wir tanzen und wir sind gut drauf. Wir feiern unser Leben, es hört niemals auf. Aber ist morgen nichts mehr war's, heute hast dich gefreut. Wir klatschen und wir springen und wir heben ab. Egal was andere denken, heute ist unser Tag. Erinnerungen, die nie vergehen. Gibt's kein Morgen, heute nicht so. Weil wir nicht aufhören, uns zu feiern, wir sind verrückt. Wir lachen und wir tanzen und wir sind gut drauf. Wir feiern unser Leben, es hört niemals auf. Aber ist morgen nichts mehr war's, heute hast dich gefreut. Wir klatschen und wir springen und wir heben ab. Egal was andere denken, heute ist unser Tag. Erinnerungen, die nie vergehen. Danke, danke! Ihr seid die Geilsten. Wenig und viel. Sein oder Hobby,
will immer ich anders machen oder zweimal überlegen. Doch im Grunde bleibst die gleichen Sachen, die ich sing, hab ich mein Leben. Spürst du, wie die Zeit vergeht? Kennst du es? Kennst du es? Wenn dir die Luft zum Atmen fällt, dann ist weniger vom schon wieder an die Denk, meine Augen schließ und dir ganz heimlich ein kurzes Lächeln schenk. Vielleicht würde ich manches anders machen oder zweimal überlegen. Danke, vielen Dank. Eigentlich war es das, gell? Eigentlich. Ich höre nichts. Bin ich halt derisch? Ausnahmsweise. Weil ich glaub, dass es nie befreit. Bis morgen.
es war. Du warst die eine und sonst keine. Ja, ich hab dir voll vertraut. Aber ich schick's euch halt gern anders. Dabei hab ich so anders glaubt. Ich hab drauf gebaut. Immer hab ich auf dich geschaut. Ja, ich hab an uns gehabt. Schon wieder denk ich an die Zeit, weil ich glaub, dass es mich befreit. Bis wir uns wiedersehen. Bis wir uns wiedersehen. Ich vermiss unsere Zeit zu zweit. Zu vergessen bin ich nicht bereit. Weil wir danke vielmals. Dankeschön. Ihr seid ein Wahnsinnspublikum. Ich möchte mich echt einmal recht herzlich bei euch alle bedanken, dass ihr gekommen seid. Und ganz besonders bedanken muss ich mich jetzt einmal bei meinen Produzenten. Einmal einen herzlichen Applaus bitte für mein Producer-Team. Auf die Bühne mit euch! Es ist eine Top-Leistung von den Jungs, was für eine Songs, die wir produziert haben, von März bis jetzt. Ja, also die letzten 5 Songs sind in den letzten 6 Wochen entstanden. Ja. Ich wollte euch ab einem Auftritt ein paar Lieder bieten und nicht mit 3 Lieder daherkommen. Ne? Also danke, wirklich danke an meine Producer und alle, was damit beteiligt sind. Der Musti, mein Kameramann von meinen Musikvideos. Und natürlich auch ein herzliches Dankeschön an den Erich Michel Bürger, der das da ermöglicht hat überhaupt, oder? Ein Applaus bitte! Austrian Pub, mehr brauche ich nicht sagen, oder? Ein herzliches Dankeschön auch an meine Kundinnen und Kunden, meine Community, der so treu und loyal hinter mir steht und mich pusht, ne? Weil ohne meine Leute würde ich das ja gar nicht machen, ne? Wenn einer gesagt hätte, nein, das ist nichts, hätte ich es losen. Ja, ich glaube schon. Also wirklich, ein recht herzliches Dankeschön an euch alle. Und gebt euch alle noch einmal selber einen ordentlichen Applaus für euch, oder? Dankeschön! Ich stehe jetzt hier mit unserem Superstar des heutigen Abends, Thomas Bingel. Hi, schön, dass du da bist. Hallo, danke. Vielen Dank, dass wir heute dabei sein durften bei deinem großartigen Auftritt. Also ich habe schon einige interviewt und alle waren begeistert. Danke vielmals. Wie war es für dich? Megamäßig. Also das Publikum ist abgegangen. Die supporten mich, die feiern mich, die applaudieren. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Ich bin echt glücklich, wie der Abend heute gelaufen ist. Wie bist du eigentlich zu den Liedern gekommen? Bist du ursprünglich Tätowierer? Richtig, ja. Ich habe ein Tattoo-Studio im 13. Bezirk, Golden Glory Tattoo. Und ja, durch ein paar Todesfälle in der Familie, traurigerweise, bin ich dazu gekommen, du wachst über mich zu schreiben. Ne? Ja, und dann haben die anderen gemeint, ja, das ist so authentisch und so gut und warum machst du das nicht weiter? Ja, und dann habe ich jetzt heute halt in 3 Monaten quasi das Album gemacht. Ne? Ja, also 3 Monate, das, ne? Ja, 3 Monate ist eine wirkliche, für mich ein absoluter Rekord. Also sowas habe ich noch nie gesehen, dass jemand in so kurzer Zeit so tolle Lieder zusammenbringt. Ich muss dazu aber auch sagen, ich habe noch nie in meinem Leben was mit Musik zu tun gehabt. Ich habe jetzt im März überhaupt erst angefangen, mich mit Musik überhaupt auseinanderzusetzen. Andere machen ja ein Leben lang seit Kind an Musik und hin und her. Ne? Ich habe jetzt im März angefangen damit. Ja, es ist einfach eine Kreativitätsexplosion in meinem Kopf passiert, durch tragische Sachen, sage ich jetzt. Aber ich versuche es in was Positives umzuwandeln und vielleicht kann ich ja den Menschen was Gutes dabei mitgeben. Ne? Das auf jeden Fall. Würdest du uns vielleicht verraten, geht es weiter? Also möchtest du noch weitere Musik schreiben? Ich habe noch 15 Lieder geschrieben in der Zeit.
am liebsten möchte ich nur mehr Musik machen. Aber ich kann meine Tattoo-Kunden nicht enttäuschen, weil die stehen ja loyal jahrelang schon zu mir, hinter mir. Und ich will sie auch nicht enttäuschen. Natürlich werde ich sie auch weiter tätowieren. Das, egal wie erfolgreich ich sein werde, ich werde für meine Leute immer da sein. Ja. Aber die Musik, die hat es mir richtig angetan jetzt, muss ich sagen. Und vor allem, wie ich gemerkt habe, wie die Leute reagieren, weil ich habe noch nie in meinem Leben einen Auftritt gehabt oder vor Leuten, geschweige denn oder sonst was. Gell. Ja, ich bin einfach mega happy. Das freut uns ganz besonders. Es ist wirklich mehr, als was ich mir erwartet habe. Weit mehr. Ich kann halt sicher nicht schlafen, so aufgeregt bin ich noch. Mehr als vor dem Auftritt, ehrlich gesagt. Dann genieß noch den Abend. Vielleicht kommen wir da ein bisschen runter und singen wir mal gemeinsam. Danke vielmals. Wünsche euch auch. Danke. Ich danke dir. Danke an Thomas Friedl für diesen tollen Auftritt. Und wir werden sehen, ein neuer Star ist geboren. Danke. Großartiges Essen, großartige Live-Show. Wie war's für dich? Großartiges Essen ist für mich eine Sensation. Gott sei Dank hören wir das jetzt in letzter Zeit öfters und das ist auch der Grund, warum wir in der Gastronomie weiter bestehen können, weil viele Menschen gerne essen und abwechslungsreich. Wir haben gerade eine neue Speisekarte, ich bin ganz stolz, dass die Leute das annehmen. Ja? Deine Frage war... Wie fandest du den Live-Auftritt? Ich wollte nur wissen, ob du dir das alles merkst. Der Live-Auftritt war natürlich, so wie ich mir gewünscht habe, kurz und bündig sensationell. Er hat so viel Power, der Tom. Er hat so live performt. So viele Menschen sind am schlechtesten Tag im Jahr, der 30. Juli, wo keiner mehr ein Geld hat, wo alles unterwegs ist, wo alles in Ferien ist, ist hier die Bude voll. Und das war wirklich cooles Publikum. Also Gratulation auch an Tom. Und so wie er heute diese 8 bis 10 Lieder geformt hat, hat super Potenzial. Und du weißt, ON24 war heute da, ich darf das sagen, hat ihn auch live interviewt. Das heißt, er dürfte etwas auffallen in Wien. Ja, wir freuen uns noch auf weitere Auftritte, hoffentlich auch im Austrian Pub. ELB ist bei mir sowieso jetzt ganz oben angesiedelt, nämlich die Nummer 1. Ja, ich weiß ja, wie viel ihr dreht, von da dort, keine Ahnung. Ja, jetzt kommt, glaube ich, Serie aus oder so, ich darf nichts verraten, aber ihr seid unglaublich unterwegs. Danke, dass ihr immer wieder da seid. Danke, dass ihr uns so in der Tourismusbranche unterstützt und ich werde euch weiterhin so weit wie möglich bewerben, pushen, weil ihr seid der Grund dafür, dass Gäste kommen, weil ihr uns bekannt macht und weil ihr natürlich das super beherrscht. Danke, danke. Ich sage nochmal Danke an alle. Danke, danke. Und jetzt gehen wir noch ins Ich freue mich jetzt ganz besonders, unseren Marc von Lion Bros Music zu begrüßen. Hi Marc, was verschlagt dich hier? Gute Frage. Also ich habe mir gedacht, heute ist eine coole Veranstaltung, bin eingeladen worden heute und wollte mir mal den Tom Friedl anschauen, wie sie sind, live performt, seine neuen Lieder hören und war eine wirklich coole Sache. Ja. Was hat dir am meisten gefallen? Am meisten gefallen am Schluss seine berührenden Lieder mit der Quetschen, weil ich liebe sowas mit dem typischen Schlagertouch, bis kein Quetschen-Sound, aber voll modern. Und das hat mir am Schluss am besten gefallen. Mit dir. Als Produzent kriegt man sicher mit, ob eine Stimme wirklich gut ist. Was findest du, wie war der Auftritt bzw. die Stimme von unserem Tom Friedl? Was die wenigsten Leute haben, oder wenige, ist eine Ehrlichkeit in der Stimme. Und bei ihm merkt man, er kommt wirklich aus, wie sagt man, aus bodenständigen Verhältnissen. Und ich kaufe ihm wirklich jedes Wort ab, was er singt. Und man merkt, er fühlt das wirklich alles vom Herzen. Ja. Danke, dass du für uns ein Interview gehalten hast. Und hoffe, du hast noch viel Spaß heute Abend. Gerne, danke. Danke. Danke euch allen, dass ihr heute mit bei uns wart auf ElbTV. Wir hoffen, euch hat unser Bericht heute gefallen und ihr lasst uns vielleicht einen Kommentar da. Besucht uns auf YouTube. Ich bin Dunja Schiller und immer für euch da auf ElbTV. Danke. Yes.